Hallo, hallo, da bin ich wieder. Heute spielen wir Mission Sigma von APC Max. Der hat schon viele Maps in den Map Contest eingereicht und macht, glaube ich, generell recht viele Maps. Mal schauen, wie die ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von dem schon mal eine Map gespielt habe. Ich habe vorher schon anmoderiert und das Level gestartet. Aber ich mache das jetzt hier nochmal, weil hier hat es auch wieder zum Ruckeln angefangen. Ich habe jetzt die Bildschirmraumreflexionen ausgemacht. Also das hier, Bildschirmraumreflexionen, habe ich jetzt ausgemacht, weil die kann man nur ein- und ausstellen. Und ich denke mal, dass wirklich das ganze Licht einfach mein PC überlassen und dann ist das halt aus. Ich meine, reflektieren tut es trotzdem so ein kleines bisschen. Also du hast trotzdem Lichteffekte. Aber es ruckelt wenigstens nicht. Ich will ja nicht, dass es extrem dann ruckelt und dann kann ich das Video gar nicht hochladen. Wozu nehme ich dann auf? Ist aber cool, dass hier alles mögliche an Waffen ist. Oh, geil! Hier ist was mit. Hier ist Leben. Was haben wir hier? Ah, hier kann ich gar nicht aufmachen. C. Ah, hier sind Sachen, die kann ich auch nicht mitnehmen. Spacige Waffen. Und hier kann ich auch nicht rein. Hier ist A. Ich kann nur hier rein bei B. Okay. Musik ist aber ganz cool. Hier kann man rausschauen. Ja. Ist aber nicht viel zu sehen. Okay, und die Aliens warten schon. Ich glaube, das ist so gewollt, dass man hier nicht wirklich eine Herausforderung hat. Ja, die Mucke geht ja richtig ab. Krass. Ich glaube, die Waffen gehen hier nicht kaputt. Ah, aber hier haben wir eh schon stärkere. Hey, die Musik rasiert ja richtig. Die gefällt mir. Vor allem die Musik passt doch voll gut zu dem Level. Die Musik ist basic, also der Track. Und das Level auch. Die Frage ist nur, was muss ich tun, damit ich da drüben weiterkomme? Ich kann da nämlich nichts drücken. Also ich habe da jetzt einen grünen Knopf gedrückt und jetzt kann ich wahrscheinlich drüben wo rein, oder? Ah, das wechselt auch. Oder? Nee, das Lied wechselt nicht. Ah, jetzt fängt es hier aber nochmal neu an. Ja, was mache ich jetzt? Gibt es hier irgendwo einen Knopf? Hard, normal, easy, no skill, Sandbox. Ja, wir machen es euch schon auf schwer. Ich meine, so ein Schlagring ist schon was Cooles. Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Muss ich auf die. Fehlt hier irgendwo ein Knopf oder. Ich kann hier nämlich auch nichts drücken. Bei C. Aber man sieht hier, dass es weitergeht. Go to Sektor B, find Sphere, put it here. Go to Sektor A, find the core, hack it, open the door. Go to Sektor B, find Sphere. Okay. Sektor B. Eine Sphäre finden. Okay. Eine Sphäre finden. Hier, die Kiste kann ich nicht öffnen.
Wo ist die Sphäre? Ist das eins von... Nein. Das ist keins von diesen Dingern. Ist vielleicht hier hinten irgendwo versteckt? Nee. Muss ich irgendwas von dem Typen aufsammeln, oder... Ich muss eine Sphäre finden in Sektor B. Ah, vielleicht hier oben. Ja, das ist aber natürlich dann richtig böse. Oh, man hört sicher voll meine Tastatur. Hier ist aber wirklich nichts. Kann man hier irgendwo nach unten? Ah, hier ist ein Knopf. Hier ist noch ein Knopf. Das habe ich jetzt eingesammelt. Okay, jetzt müssen wir zurück und hier jetzt die Sphäre hin. Dann Sektor A zum Chor gehen und hacken. Ah, jetzt kann ich hier auch rein. Okay. Das schon auf schwer, ich meine. Vor allem, die halten ja nichts aus. Ist wahrscheinlich nur hart. Also fällt unter Kategorie hart, weil du halt keine Reichweite hast. So, das waren aber nicht alle. Ich glaube, da steht wieder einer auf. Okay, eher nicht. Das ist ja echt cool. Also das Level ist wirklich krass gemacht. Hier hat man auch... Die kamen von hier, oder? Ja. Ich treffe die teilweise gar nicht. Von hinten kann keiner kommen, weil hinter mir habe ich schon alles weggemacht. Okay, den hat's auch erledigt, den hat's auch kaputt gemacht. Ah, jetzt kann ich hier weiter. Scherbengott der Kriecher, oh nee. Wow. Das kam jetzt sehr überraschend. Wie kann ich da in Deckung gehen? Was? Hälfte Leben weg? Boah, da bin ich erstmal weg. Wo ist denn das Leben? Nein, nicht hier. War doch irgendwo noch Leben. Er kommt schon ran, der Kriecher. Wo ist denn das Leben? Wenn der mich noch einmal trifft, bin ich tot. Was zum Henker? Wie schnell bist du? Ja. 41 von 99. Oh mein Gott. Okay, ja, diesen großen, der ist ja richtig blöd. Der hat eine richtig dämliche Hitbox. Den baller ich einfach mit der Waffe über den Haufen, weil ich mag zwar schon Herausforderungen, aber solche Bosse sind mir einfach zu blöd, wenn die so eine mega riesige Hitbox haben. So.
allem, wenn wir erst 41 von 99 haben, will ich nicht wissen, was da noch kommt. Haben wir ja noch nicht mal die Hälfte. Ach, ich mag den Schlagring, der ist super. Hat er gerade gelacht? So, jetzt wissen wir ja schon, was wir tun müssen. Wieder einfach fast alle mal hinfallen. Das waren nicht alle, da stehen wieder welche auf. Der ist weg. So, jetzt kann ich hier hinten rein. Boah, ich mag den Soundtrack. Aua. Das war ein bisschen zu viel rumgetänzelt. Sehr schön. Ich glaube, der lebt aber noch, der eine. Oder? Ja. Ich glaube, jetzt ist er weg. Jo. So, Sektor A. Ah, warte, zuerst müssen wir das ja platzieren hier. Oh, das Level ist richtig cool. Krass, was es schon für ganze Alien-Designs gibt und so. Du kannst mit diesen Leveln eigene Geschichten bauen. Wenn es da jetzt auch noch sowas geben würde, wie Charaktere, die dich ansprechen oder so. Ja, das ist richtig mega. Du könntest wirklich kleine Stories bauen mit den Leveln. So kurze. Das ist schon krass. So, der ist weg. So, jetzt haben wir hier diesen Scherbengott. Ach so, das ist nicht... Hier. So. So, da auch, dass die unbegrenzte Muni haben. Ich glaube, der ist tot, oder? Och nee. Kein Bug. Oh nein, jetzt kann ich alles nochmal machen. Weil ich aus dem Level rausge... Oh, na zum Glück nicht. Huh, ich dachte schon. Oh, das ist eine geile Klinge, die hätte ich gern. Ja, die ist ja nur zum... Okay, hier ist Leben. Ah, hier ist das Teil, was ich suchen muss. Dann geht's jetzt wieder zurück. Ja, Problem ist, ich komme an dem nicht vorbei.
das ist richtig scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Wie komme ich da wieder rein? Ist hier irgendwo eine Möglichkeit, dass ich hier... Ich bin jetzt oberhalb des Levels, aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich irgendwo runterkomme wieder? Boah, das ist so... Oh, hier vielleicht. Jo, hier. Ja, das ist das Einzige, wo ich sagen muss, das ist bis jetzt überhaupt nicht gut durchdacht. So, wo ist denn mein Schläger? Wo ist mein Schlagring? Der Schlagring ist weg. Jo, der ist weg. Na gut. Also wir haben jetzt das heißt, wir können jetzt hier das abgeben und dann zu Sektor C. Was brauchen wir? Wir müssen das Tor öffnen. Und dann deine Mission, finde das Artefakt vom Alienplaneten. Kann ich da jetzt rein? Und jetzt kann ich hier... Okay, macht aber auch alles Sinn. Frage ist nur, welcher Gott? Vorher hatten wir diesen, den Kriechergott. Bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Soda. Mit dem Schädel drauf ist sicher gut. Funktioniert nicht. Geh zu deinem Captain zurück und betätige den Unlocker, also den Öffner. Finde den Teleporter in deinem Schiff. Entschuldigung für mein schlechtes Englisch, ich gebe mein Bestes. Finde den Teleporter in meinem Schiff. Auf meinem Schiff. Nicht ein Teleporter. Ich kann doch den noch immer nicht durchgehen, ernsthaft. Mal zu Sektor B. Ist auch wieder ein unfassbar großes, also groß jetzt nicht, aber langes Level. Weil du halt lesen musst und so weiter. Finde den Teleporter auf deinem Schiff. Ich bin doch hier auf meinem... Ah, das ist das hier. Okay. Hier kann ich nicht raus. Ah, hier komme ich wieder zurück. Das ist ja cool. Ah, komme ich auch wieder da raus. Ist es so egal. Natürlich bringen wir den um. Ist ein bisschen wild. Der greift ganz schön oft an. Nicht so wie der Yakuza-Typ, dem man 3-4 Mal eine reinhauen kann, bis er angreift. Komm schon, wann stirbst du? Oh, der hat mich fast getroffen. Oh, sein Gehirn, also sein Kopf ist schon, der ist schon halb offen. Ich glaube, mit einem Schlag macht er mich. Ich will aber diese Klinge haben. Wie viel Leben hast du denn?
Ich geh gleich zurück und hol die Waffe. Ah, okay, so viel hat er eh nicht mehr ausgehalten. So, wir haben jetzt aber das, was wir brauchen. Jetzt müssen wir das Ding da vorne wahrscheinlich wegsprengen, oder? Oh. Wir haben das Teil und was soll ich jetzt machen? Muss ich jetzt zum Ausgang, oder? Nee, muss ich nicht. Irgendwas mit dem Knöpfchen machen? Nee, muss ich auch nicht. Die Musik ist trotzdem, oh, die ist schon echt angenehm. So ein bisschen was von Dancehall, finde ich. Ja, was mache ich jetzt hier? Dass dieses Vieh genau da gestorben ist, ist halt echt mies. Ich muss irgendwas betätigen, sicher. Vielleicht hier beim Schalter generell? Hier ist kein Knöpfchen mehr. Ah, hier ist noch ein zweiter Knopf, okay. Und jetzt ist hier offen, alles klar. Autsch. Das war Autsch. Ah, blöd, jetzt lässt er das Lied nicht mehr laufen. Oh, und es startet auch nicht neu, wenn man hier reingeht. Schade. Jetzt habe ich mir damit eigentlich voll die Stimmung ruiniert. Oh, Golem. Wow. Oh, Dreck, die Waffe ist kaputt. Ja, Dreck, sind jetzt schon... Autsch. Ja, da ist jetzt natürlich ein Problem, ich habe keine Waffe mehr. Ach, Mann. Brauch Waffen. Hoho! Das war gar keine gute Idee. Und vor allem, ich komme auch nicht mehr zurück. Alter! Hä, wo? Oh, jetzt sterbe ich wieder. Ich brauche eine Waffe. Boah, hier sind ja urviele. Und er spawnt in meinem Gesicht. Ja, toll, wie soll ich jetzt das Level abschließen? Die Gegner hier sind ja viel zu schnell da. Ja, komm. Ich laufe da jetzt schnell mit der Waffe durch.
Ich will noch den Rest vom Level sehen, aber ich will nicht die Gegner alle 50.000 Mal machen. Ah, das ärgert mich, dass die Waffe dann doch kaputt gegangen ist. So, B. Ja schon, wenn du unbegrenzten Muni hast. Gibt ja Level, die sind extra so, aber dementsprechend auch verdammt schwer. So, und diesmal müssen wir schauen, dass wir den Scherbengott woanders töten. So, dann ab zu A. Halten halt teilweise schon viele Schüsse aus. So, da ist jetzt offen. So, müssen jetzt mal schauen, dass wir hier den Schirm. So, Scherbengott ist tot. Kann ich hier wenigstens auch vernünftig vorbeigehen. So, jetzt gehen wir hier zurück. Setzen das hier hin. Jo. Dann noch auf den Knopf hier noch drauf. Und jetzt können wir hier durch. Die Waffe ist schon ein bisschen blutig. So, das hier hat nicht funktioniert. Wir müssen erstmal zurück. Wupp. Wow. Kann da einfach durchgehen? Alter, das ist so lächerlich, wie viel der aushält. So, wir haben das Teil. Können wir das hier vorne einsetzen und jetzt können wir hier durch. Jetzt können wir auch die Musik genießen. Da stehen wieder welche auf 100 Pro. Oh nein, warum ruckelt's? Nein, bitte nicht. Och nee, warum ruckelt das gerade so? Oh nee, ist hier gerade ein Mega-Lag. Hatte ich aber das letzte Mal im Spiel nicht. Boah, ich kann gar nichts machen. Und meine Codierung ist nicht mehr überlastet. Das macht so einen Eindruck, als ob das Spiel gerade... Och komm. Bitte hör auf zu ruckeln. Lass mich doch einfach nur das Level durchspielen, verdammt. Kommt er gerade irgendwie nicht drauf klar, dass ich so viel geschossen habe, aber das kann es auch nicht sein. Boah, und der Scherbengott, der Golem geht nicht weg. Jetzt endlich, hört das jetzt endlich auf? Hey, ich weiß nicht, was los ist. Kann ich mich wieder normal bewegen. Das war ja ganz schräg gerade. Ist nämlich auch gar nicht die Codierung überlassen. Ich glaube, das war einfach das Level.
kam irgendwas vom Level nicht klar. Ich hatte die Blutspritze, das ist ja gar nichts. So, die sind alle weg. Jetzt können wir hier durchgehen. Gerade ausholen wollte. Ja, denkste. Der auch. Der steckt da unten fest. Okay, der hat's aber halt teilweise auch wirklich komplett zerfetzt. Hier kann ich aber nicht durch, muss wahrscheinlich nach oben. Diese Scherbenwaffen halten gar nichts aus. Die Musik ist schon echt geil. Hier ist nichts mehr. Ah, hier gibt es nur noch die eine Plattform da. Frage ist nur, wie komme ich da? Soll das so sein? Ich glaube, das soll so sein, oder? Es waren aber noch nicht alle Gegner. Weil wir haben noch nicht einen neuen Gegner zuletzt. Aha. Bis zum Henker. Wir haben jetzt hier ein Knöpfchen. Artefakt detected. Ja, das heißt, was soll ich tun? Hier rein geht nicht. Ah, jetzt kann ich hier den Knopf drücken. Und jetzt dann wahrscheinlich als letzten den Knopf hier. Richtig? Ja, ich nehme stark an. Er bringt das jetzt hier zurück. Ah, und jetzt habe ich den... Ey, das ist ja geil. Und jetzt kann ich zurück und kann das abliefern. Ah ja, nee, Blödsinn. Ich kann hier gar nicht zurück. Ich muss durch das hier. So, jetzt sind wir hier in so einer Halle. Okay, Paket geben wir ab. Mission Sigma. Aha, es trudelt da durch. Medware APC Max und APC Glab. Okay. Das sind echt Credits. Thanks for playing. Also die haben sich da echt ins Zeug gelegt. Und wir sind noch nicht fertig. Ah, okay. Oh, doch. Ich dachte schon, ich kann die hier nicht töten. So, wer ist denn der Letzte, der aufsteht? Geil. Oh, 98 von 99. Ja, komm. Der eine ist egal. Geiles Level. Das war richtig geil. Das hat mega Spaß gemacht. Das war bis jetzt eigentlich am besten von den Leveln, die ich so in der letzten Zeit, also in der letzten Aufnahme und in der hier gespielt habe. Es war natürlich ein bisschen blöd mit diesem großen Boss, dass der da mitten am Gang lag und ich einfach nicht durch den durchgehen konnte.
Das war ein bisschen blöd und dass ich da dann an der Decke rumlaufen musste und schauen musste, wie ich da irgendwie auf einer anderen Seite wieder runterkomme, damit ich wieder im Level drin bin und nicht außerhalb. Das war schon cool. Und der eine Bug war sehr, sehr merkwürdig, warum da alles so in mega Slow Motion war. Naja, trotzdem cooles Level.